Simon Ambrosch. Ich gehöre zu dem Klimakönner-Team vom Bundesverband der SDW und freue mich sehr, Sie heute eben auch nochmal hier in dieser Runde begrüßen zu können und werde jetzt auf die vergangenen Netzwerktreffen noch einmal kurz eingehen. An die Regie bitte einmal kurz die Folien zeigen. Vielen Dank. Ja, dieses Netzwerktreffen im letzten Jahr diente eben nicht nur der Information rund um die Themen Wald, Klima, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Naturerfahrung, hat auch darauf hingewiesen, wie Sie in den einzelnen Bundesländern Möglichkeiten haben, das in Ihrer Bildungsarbeit stärker zu integrieren, außerschulische Lernorte zu besuchen, kostenlose Bildungsmaterialien zu verwenden. Ja, und Anregung für die eigene Praxis eben zu geben. Und daneben haben wir eben auch Sie eingeladen, in den Austausch zu gehen. Und zwar rund um die stärkere Verankerung unserer Themen im Bildungsalltag. Erstens, warum besteht eigentlich eine dringende Notwendigkeit in dieser Hinsicht? Ja, was macht die heutige Zeit aus? Warum ist gerade eine Bildung in zu diesen Themen besonders dringlich? Dann, welche Angebote und Strukturen nutzen Sie bereits in Ihrem Bundesland und haben da natürlich auch unseren Markt der Möglichkeiten eben auch durch Ihre Hinweise nochmal erweitern können und so auch unser Netzwerk stärken können. Gleichzeitig ging es vor allem darum, was braucht es denn in Zukunft, um diese stärkere Verankerung auch zu bewerkstelligen? Welche Voraussetzungen brauchen Sie als Bildungseinrichtung? Welche Voraussetzungen brauchen Sie als freiberufliche UmweltpädagogInnen? Oder auch Vereine, weitere Netzwerke. Diese Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten haben wir dann im Nachgang der Veranstaltung auch aufbereitet, sodass wir eben auch die einzelnen landespolitischen Ebenen um Stellungnahme bitten konnten und ja auch zum heutigen Treffen dann eingeladen haben, ein Grußwort auszurichten. Gestern hatten wir bereits das Netzwerktreffen 22 in Thüringen. Und ja, heute wird uns Karin Prien eben aus Schleswig-Holstein auch nochmal in der Begrüßung einen Beitrag leisten. Ich möchte Ihnen jetzt einmal kurz die ja grobe Zusammenfassung darstellen zu diesen einzelnen Leitfragen. Wir waren uns alle einig, wir stehen kurz vor einer Klimakatastrophe und es ist allerhöchste Zeit, jetzt zu handeln. Und dazu zählt eben auch eine umfassende Bewusstseinsbildung rund um Klimawandel. Bei uns speziell natürlich auch zum Schwerpunkt Wald, wie Wald und Klima miteinander zusammenhängen, wie Wald einerseits Klimaschützer sein kann, gleichzeitig aber auch eben sehr stark vom Klimawandel auch hier im Lande betroffen ist. Uns ist wichtig, Stichwort positive Klimakommunikation, eben nicht nur katastrophal zu berichten und natürlich auch faktenbasiert das Wissen zu teilen, aber gleichzeitig eben auch unsere Zielgruppen nicht mit einem Gefühl der Ohnmacht zurückzulassen. Und das funktioniert eben vor allem, indem man konkrete Handlungsoptionen aufzeigt. Also wie kann ich auf diese Katastrophe denn mit meinen eigenen Mitteln auch reagieren? Wie kann ich mein soziales Umfeld da mit einbinden und als Bildungseinrichtung auch als Vorbild dienen, eben nicht nur als Lehrkraft, sondern als ganze Einrichtung, als Institution, das auch vorzuleben. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, das ist natürlich ein positives Zeichen, dass wir in den einzelnen Bundesländern viele engagierte Menschen vor Ort haben, die sich eben diesen Themen widmen, aber gleichzeitig auch noch Unterstützung brauchen, eben in ihrer Arbeit, um nicht nur ja, den Schwierigkeiten der Freiberuflichkeit und zu unterliegen, den Strukturen der Bildungseinrichtungen, den ganzen Vorgaben der Landespolitik, sondern dass diese Strukturen eben weiter ausgebaut werden, sodass wir da vorankommen. Ich hatte es schon angesprochen, uns geht es eben nicht nur darum, dass das individuelle Engagement der Lehrkräfte und der PädagogInnen zählt, wenn es um die Vermittlung von Nachhaltigkeit geht, sondern eben auch die Bildungseinrichtungen als Ganzes. Dafür braucht es natürlich gewisse Strukturen und Anreize, wenn es beispielsweise darum geht, eine Dachbegrünung oder auch Solaranlagen anzulegen, Bäume auf dem Gelände anzupflanzen. Das sind natürlich alles Dinge, die vor allem Geld brauchen. Sie brauchen Expertise, sie brauchen Beratung. Und gleichzeitig müssen alle Entscheidungsträger dann auch mit anpacken. Und dazu zählen natürlich auch die Träger der Einrichtung. Und ja, da geht es eben darum, beratend zur Seite zu stehen und gleichzeitig auch Anreize zu schaffen, die naturbezogene Bildung drinnen und draußen
voranzubringen. Und ja, nicht nur eben, weil diese Dringlichkeit durch die Klimakatastrophe besteht, sondern auch, weil es in der Bildungsarbeit sehr konkrete Vorteile nicht nur für die Lernenden, sondern auch für sie als Lehrpersonen vorhanden sind. Zu der Leitfrage, welche Angebote und Strukturen gibt es denn bereits? Wir stellen fest, es gibt vieles, aber es ist noch sehr viel auf das individuelle Engagement angewiesen. Sie haben die Möglichkeiten, sich zu qualifizieren und fortzubilden in diesen Themen. Allerdings liegt da oft der Bedarf höher als tatsächlich die Nachfrage und der Bedarf höher als die Anzahl an Angeboten. Das merken wir ja auch bei uns selbst im Projekt. Wir versuchen bundesweit eben da unsere Fortbildungen auch in Präsenz anzubieten, aber können bei weitem nicht die Nachfrage eben dann auch bedienen. Deswegen ist es auch für uns ein großes Ziel, diese Angebote schon direkt in die Ausbildung pädagogischer Berufe einzubeziehen, damit es eben nicht nur am Ende nach der Ausbildung darauf ankommt, dass sie sich im Einzelnen für diese Themen interessieren und fortbilden, sondern dass das Ganze in die Breite getragen wird. Was auf jeden Fall hilfreich ist, und dazu zählt ja auch unser Bildungsserver Wald, die Bereitstellung hochwertiger Bildungsmaterialien, die Sie dann eben nutzen können. Einerseits, um sich selber zu qualifizieren, aber natürlich halt dann auch, um das an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben. Und sie haben in ihren Berufen genug zu tun, dass sie sich selbst eben nicht eigene Konzepte in den meisten Fällen dann erarbeiten können. Da helfen natürlich auch solche ja, hochwertigen Anregungen für die eigene Praxis. Es gibt in vielen oder in den meisten Bundesländern unterschiedlichste Lernorte zu unseren Themen, die sie besuchen können und die Bildungsarbeit mit aufnehmen und dort auch schon fertige Programme buchen können von Vereinen, Museen, bald Jugendheimen. Also eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten, die Sie zumindest jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung auch auf dem Markt der Möglichkeiten später noch in der Mittagspause entdecken können. Wir haben sehr wertvolle, gut agierende Netzwerke und einzelne Institutionen in den Landesverbänden, in den Bundesländern. Und die dort genannt wurden, werden ausführlich auch noch im jeweiligen Tagungsmagazin der letzten Netzwerktreffen dargestellt. Da lade ich Sie auch herzlich dazu ein, sich diese dann auch nochmal anzuschauen. Was ganz oft genannt wurde in allen Bundesländern, ist natürlich das sehr wertvolle bundesweite Engagement der jungen Leute. Stichwort Fridays for Future. Und uns war es wichtig, eben dieses Engagement nicht zu belächeln, nicht ja, kleinzureden, sondern aufzugreifen als sehr wichtiges Instrument in diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess, der jetzt so dringend ansteht. Und dieses Engagement eben halt auch in die Bildungseinrichtungen mit aufzunehmen und junge Menschen dazu ja, zu motivieren, eben selber auch ihre Stimme zu nutzen, laut zu werden und zu zeigen, dass es hier auch um die eigene Zukunft geht und man da tatkräftig mitwirken will. Wir haben vieles Gutes festgestellt, aber eben auch vieles gesammelt, woran es fehlt. Der Klassiker, das aufgestockte Personal, was wir brauchen. Also Kapazitäten bei Personal, Zeit und Geld. Das war eigentlich in allen Netzwerktreffen ja, das meistgenannte. Die Klassiker. Dazu zählen auch Zeit und Geld für mehr Fortbildung und Ausflüge mit den jungen Menschen. Es braucht eine breitere angelegte Qualifizierung von Pädagoginnen und Lehrkräften zu unseren Themen, wo sie eben selbst zwar schon Angebote nutzen können, aber unser Anliegen ist es, diese Themen schon gleich in die Ausbildung mit aufzunehmen, dass eben ja noch mehr Leute mit diesen Themen konfrontiert werden und auch gleich schon Einblicke darin bekommen, was es für Möglichkeiten gibt, das dann auch weiter zu verfolgen. Ein wichtiger Punkt, den wir ja auch heute mit voranbringen wollen, ist die Vernetzung mit außerschulischen Akteurinnen. Da möchten wir Sie eben heute da auch dazu einladen, in der Kleingruppe, in der digitalen Kaffeepause ins Gespräch zu gehen, vielleicht schon erste Impulse zu bekommen und später auch im Informationsblock mit den Vorträgen, dem spannend zu folgen und auch den Markt der Möglichkeiten bei uns auf dem Bildungsserver Wald zu nutzen, um solche Akteure eben dann auch mit auf dem Schirm zu haben. Wo wir auch mitwirken, aber viele weitere Akteure Gott sei Dank eben auch, ist die Bereitstellung hochwertiger Bildungsmaterialien.
Da wurde gefordert, dass es eben auch ja flächendeckend und nicht nur wieder am individuellen Engagement hängend passiert, sondern gleich über ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel der Ordner von dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der ja heute Morgen einmal kurz vorgestellt wurde. Das ist in Kooperation geschehen mit allen Grundschulen im Land Mecklenburg-Vorpommern. Da wurde ein hochwertiges Bildungsmaterial erstellt und sofort flächendeckend eben an alle zielgruppenorientierten Bildungseinrichtungen dann auch verteilt. Genauso zu den Bildungsmaterialien kann man auch sagen, dass es mehr Beratungs- und Koordinierungsstellen in den Ländern geben könnte rund um die Themen BNI und Umweltbildung. Das wird größtenteils von bestehenden Netzwerken, Vereinen und Institutionen schon aufgegriffen, könnte aber eben auch schon von landespolitischer Ebene initiiert werden. Wenn es vor allem darum die Vorbildfunktionen der Bildungseinrichtungen ging, haben viele darüber geklagt, die da schon erste Erfahrungen gemacht haben, dass es ja sehr aufwendig und zeitintensiv ist, dort voranzukommen und oft auch ein Abbau der Bürokratie und wie eben auch schon erläutert, eben der Ausbau finanzieller Anreize gefordert wurde. Diese drei Leitfragen habe ich Ihnen jetzt mit den Ergebnissen auch zusammenfassend zu allen vergangenen Netzwerktreffen einmal vorgestellt und möchte Sie an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal dazu einladen, die jeweiligen Tagungsmagazine sich anzuschauen. Da sind nämlich alle Wortmeldungen dann im Einzelnen auch nochmal aufgelistet und ja, etwas konkreter anzuschauen. Gleichzeitig wollen wir diese Ergebnisse nutzen für unsere Folgeveranstaltung in Berlin, unsere Fachtagung Wald, Klima, Bildung am 27. und 28. September. Kommen Sie gerne, die Anmeldung ist bereits möglich. Das Programm in Fülle wird bald dann auch veröffentlicht. Und ja, ein wichtiger Punkt an diesem Programm wird eben eine Podiumsdiskussion sein, wo wir verschiedene Akteurinnen und EntscheidungsträgerInnen an einen Tisch bringen wollen und mit diesen Ergebnissen konfrontieren, um eben darüber zu diskutieren, wie wir da weiterkommen. Und Sie natürlich dann auch im Plenum dann mit einladen, damit zu diskutieren. Darauf bezogen freue ich mich jetzt, Frau Ministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein, Ihnen als Videobotschaft einmal ja, präsentieren zu dürfen. Ich gebe das Zeichen an die Regie, sie wird das Video starten und wir sehen uns dann gleich wieder. Vielen Dank. Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, liebe Teilnehmende. Am 12. Juni 1972 tagte in Stockholm die erste weltweite Umweltkonferenz der Vereinten Nationen. Das daraus entstandene UN-Umweltprogramm hat den Schutz der Ozonschicht und das Verbot von verbleitendem Benzin in den Mittelpunkt gestellt. Aktuell stehen Klimawandel, Artensterben und Plastikmüll auf der Agenda. Dürren lassen Ernten verdorren. Starkregen und Überschwemmungen zerstören ganze Dörfer. Tierarten sterben aus. Auch Sie setzen bei diesen Themen an. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr großes Engagement und ermuntere Sie, darin nicht nachzulassen, Projekte zu entwickeln und sowohl Wissen wie Handlungsmöglichkeiten in die Schulen und andere Bildungseinrichtungen zu tragen. Sie werden bei unseren Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften auf offene Arme und Ohren stoßen. Denn die Aktivitäten, die es bereits an den Schulen gibt, sind beeindruckend und machen Mut auf dem Weg in eine klimaschonende, nachhaltige Welt. Unsere Zukunftsschulen haben zahlreiche verschiedene Projekte umgesetzt, vom Wattenmeer über den Schulwald bis hin zu Hecken, Kröten, Lachsen und Nistkästen. Wir haben über 80 Schulwälder. Und in Lübeck erhält jede Zukunftsschule bei ihrer Zertifizierung einen Baum. Auch die Angebote der außerschulischen Lernorte sind beeindruckend. Ich möchte hier beispielhaft den Erlebniswald Trappenkamp, den Nationalpark Wattenmeer und das Naturerlebnis Grabau nennen. Wir haben also gute Voraussetzungen, um Wissbegierde, Begeisterung und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen zu wecken und zu fördern. Ich danke Ihnen, dass Sie uns auf diesem Weg unterstützen und wünsche Ihrem Treffen einen erfolgreichen Verlauf.